Das Kartenspiel kam Ende des 14. Jahrhunderts in Europa an und stellte etwas völlig Neues in der Spielkultur dar. Der Ursprung der Karten wird in Persien und China vermutet. Von dort gelangten sie über den Nahen Osten zunächst nach Italien. In Konstanz wird das Kartenspiel erstmals im Jahr 1379 erwähnt, in Form eines Verbots. Das Glücksspiel mit den Karten wurde untersagt. Im Verlauf seiner jahrhundertelangen Geschichte hat das Kartenspiel unzählige Varianten hervorgebracht. Und Karten sind heute als Gesellschaftsspiel nach wie vor sehr beliebt. Kartenspiele waren bereits ab dem 19. Jahrhundert im Bürgertum weit verbreitet. Dies zeigt sich auf dem Gemälde von Wendelin Moosbrugger. Die Familie Hütlin sitzt in geselliger Runde am Tisch und vergnügt sich bei einer Partie Tarock, dem sogenannten Spiel der Trümpfe. Herr Hütlin präsentiert dem Betrachter siegessicher sein Kartenblatt. Er hat die höchste Trumpfkarte auf der Hand und wird wohl den nächsten Stich für sich gewinnen. Beim Tarockspiel kommt zu den sonst üblichen Bild- und Zahlenkarten eine Trumpfreihe von 22 Tarockkarten hinzu. Das Tarockspiel ist eine sehr frühe Variante des Kartenspiels und wurde bereits zu Beginn des 15. Jahrhunderts in Italien gespielt. Die Trumpfkarten wurden künstlerisch ausgestaltet und mit den verschiedensten Themen versehen. Sie spiegeln die jeweiligen gesellschaftlichen Verhältnisse wider. So zeigen sie Darstellungen von Berufsgruppen oder Alltagsszenen aus dem bürgerlichen Leben. Mit dem aufkommenden Tourismus am Bodensee fanden Ansichtentarocke reißenden Absatz. Die Spielkarten mit Sehenswürdigkeiten wie dem Konstanzer Münster oder der Insel Reichenau waren als Souvenir sehr beliebt. Das Tarockspiel nahm ausgehend von Frankreich eine besondere Entwicklung. Den Karten wurde gegen Ende des 18. Jahrhunderts eine übersinnliche Bedeutung zugeschrieben und sie wurden als Tarotspiel zum Wahrsagen benutzt. Und auch weitere Varianten von Wahrsagekarten kamen in den Gebrauch. Spielkarten boten sich zudem als Ersatz für Buchseiten an und wurden dazu genutzt, Wissenswertes über Mythologie, Naturkunde und Sprache bis hin zur Bibelgeschichte zu vermitteln. Solche Lehrkarten waren im 19. Jahrhundert vor allem in Form der spielerischen Quartette äußerst beliebt. Bis heute übt das Kartenspiel eine besondere Faszination auf die Spieler aus. Denn im Spiel reicht nicht Glück allein, sondern auch Taktik ist gefragt.